shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder. Oh, was will denn der schon wieder? Ich will euch neues Video zeigen. Oh, war ja klar. Moin Jungs, da bin ich wieder. Ja, eigentlich könnte man doch alles so eine Geste machen. Moin Jungs, da bin ich wieder. Oh nein, meine Stimme ist abgekackt. Wir müssen 1, 2, 3. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute zeige ich euch den schnellsten Outfit-Glitch aller Zeiten. Moin Jungs, da bin ich mal wieder. Und zwar habe ich heute einen richtig geilen Glitch. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Yacht in den Online-Modus bekommt. Moin Jungs, da bin ich wieder. Also ich bin zwar nicht hier, sondern gerade im Urlaub, liegt wahrscheinlich auf irgendeiner Liege unter Palmen. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und heute wieder mit einem Launch-Glitch am Start. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute mit dem ersten Infovideo überhaupt. Moin Mädels, da bin ich wieder. Und zwar jetzt mit 1000 Abonnenten. Ja Mann, vielen Dank erstmal an euch alle. Moin Jungs, da bin ich wieder. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy. Und heute... Moin Mädels, da bin ich wieder. Und heute will ich euch zwei Secret Locations zeigen. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy. Und in diesem Video zeige ich euch drei Glitches rund ums... Moin Jungs, da bin ich wieder. Und heute habe ich einen richtig geilen neuen Glitch für euch. Moin Jungs, da bin... Oh, meine Stimme. Alter Schwebe. Auf jeden Fall. Der Zeddy zum Beispiel, der macht auch so ähnlich. Dem seine Videos gucke ich wirklich auch nur, nicht weil ich wissen will, wie der Glitch funktioniert, sondern der macht so geile Einspieler und Outros, dass allein deswegen gucke ich mir das an. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. What you gon' do, cuz? Guess we're rollin' in with them baby blue chuck. It's getting real good. It's getting real good. Dein Maul, Alter. Und ich geh über das Limit. Mein Können ist so grenzenlos. Sie brechen nie meine Pillen. Lass mal die Filme, mach dir nichts vor. Guck, ich kann nur noch gewinnen. Jetzt ich geh über das Limit. In the music, the moment you own. Nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Bird, 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 bird's a word, a well, a bird, 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 well, a bird is a word, a well, a bird, bird, bird's a word, a well, a bird, 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 bird's a word, a well, a bird, 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 well, a bird is a word. Zombie Apocalypse. Let's go.
for some. Haters are gonna look. Ich bin wieder da und es macht klick klack, klick klack. Ich hab wieder nix zu tun, guck hier. Jeder fragt mich jetzt, wie machst du das? Wie mach ich was? Ich mach einfach das, es passt, geh raus. Sag den anderen, ich bin wieder. Und da steckt auch viel Arbeit drin. Super YouTuber, finde ich. Unten in der Beschreibung ist auch ein Link zu seinem Kanal. Ich denke, dass auch die Abonnenten von diesem Kanal gut da reinpassen zu ihm. Also den solltet ihr euch echt angucken, ist auch ein echt feiner Kerl. Zeddy, ja, da brauche ich auch nichts zu sagen, hab schon öfter was zugesagt. Zeddy ist auf jeden Fall ein YouTuber, der richtig gut ist auch, der sich richtig viel Mühe für seine Videos gibt, also nicht so einfach hingeklatscht, irgendeinen Glitch gezeigt. Da geht es meiner Meinung nach auch nicht wirklich um die Glitche, sondern der Kanal ist einfach sehenswert. Abonniert ihn auf jeden Fall und ist auf jeden Fall, hebt sich das von der breiten Masse extrem ab. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr am Zeddy schätze und deswegen ihn auch eigentlich jedes Video von ihm angucke. Also guter GTA-YouTuber. Zockercouch. Zeddy, ich möchte dir nicht dein Herz brechen, aber es gibt noch einen anderen. Zeddy! Guckst du auch wieder zu? Unser Zeddy einfach am Zugucken. Sag ich mal, andere coole Typen. Zeddy zum Beispiel. Könnt ihr mal alle in die Kommentare schreiben. Du auf jeden Fall, Zeddy, sag ich mal, da bin ich ziemlich happy. Du tust auf jeden Fall dafür sorgen, dass YouTube diese Programmierung nicht umsonst vorgenommen hat, dass man Kommentare schreiben kann. Weil ich möchte jetzt gerne eine Thailand-Fahne bauen. Den Vorschlag hat der liebe Zeddy gemacht. Könnt ihr auch mal auf seinen Kanal ruhig gucken. Der macht viele GTA-Videos, interessante Videos, nicht so stinknormale. Ja, und für ihn mache ich jetzt mal diese Thailand-Fahne. Ja, so wie ich mitgekriegt habe, ist der Zeddy auch so ein kleiner Strandliebhaber wie ich. Mag die Sonne, mag die Natur. Das passt schon alles. So, lieber Zeddy. Ich glaube, Zeddy ist richtig. Da ist deine Thailand-Flagge. Die sieht auch eigentlich relativ schön aus, muss ich mal sagen. Also die Größe und alles. Euch beantworten. Dann haben wir noch Zeddy. Mit denen mache ich auch mal hin und wieder was. Und der ist hier oben. Das ist sein Kanal. Und der Link ist gleich in der Videobeschreibung. So, und diese... Hey, Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Stisslerwisser. Heute mit dem Zeddy mal wieder zusammen. Heute bin ich mit dem Zeddy zusammen. Checkt seinen Kanal auf jeden Fall aus. Der ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben Lounge Glitch für euch. Und. Lutscher den! Lutscher den! Lutscher den, du Wichser! Hey, hallo! Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video von dem Incredible Gamer. Und ja, seit langem kein richtiges Video gekommen auf meinem Channel. Jetzt ist es wieder soweit und ich habe ein paar Kollegen dabei, und zwar den guten Zeddy. Sag mal was. Ja, moin Jungs, grüßt euch. Dann den guten Artfly. Later und Servus. Genau, und den Kedo, ich vergesse es immer wieder. Cebo, ja. Passt ihr da überhaupt durch? Da passt ihr doch nicht durch hier, oder? Nee. Ja, wir passen überall durch. Ihr passt überall durch, okay? Alle unsere Ehre verteidigt. Mein Fahrrad ist weg. Da überfährt den da einfach einer, ey, assiger geht's ja nicht. Ey, ich klopfe mein Fahrrad. Klopfst du dein Fahrrad oder was? Der meint, ist weggeflogen. Schreibst mich vor die Windmühle und klopf mein Fahrrad. Neuen Gast dazugeholt, sag ich mal, und zwar den Zeddy, ne? Alles klar bei dir? Ja, moin, grüße dich, servus. Und ja, Leute, der nächste Epic Fight jetzt am Start, und ja, mein Gast ist wieder der gute Zeddy, ne? Alles klar? Ja, servus, grüße dich. Danke, dass du mich nochmal eingeladen hast zu dem Epic Fight. Meine Kollegen Destroyer auf YouTube, Trevorplays, und der Zeddy, hier wie ihr es sehen könnt oben links, wird nur mit genau so geschrieben, aber ohne JT. Und abonniert den, der macht auch geile Glitches, Trevor Plays auch. Abonniert die einfach. Einfach nur göttlich. Muss man sich gönnen. Der Zeddy hier, der Alten, der muss hier leider leiden und zugucken. Aber der macht nichts aus. Der ist ja auch ein Top-YouTuber. Müsst ihr göttlich, die sind göttlich, die muss man abonnieren. Wenn die noch nicht abonniert habt, die verlinke ich natürlich auch. We'll be right back.
Ich bin wieder da und es macht Klick-Klack. Klick-Klack, ich hab wieder nichts zu tun. Guck hier, jeder fragt mich jetzt, wie machst du das? Wie mach ich was? Ich mach einfach das, ich pass, geh raus. Sag den anderen, ich bin wieder back, es ist soweit. Ich mach endlich wieder Rap, ich weiß. Wünsch euch alle so einen Typen wie mich, kein Problem, ich bleib einfach typisch ich. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. In der Videobeschreibung und Zeddy auch, weil ich das Video von ihm zuerst gesehen habe und auf ihn aufmerksam geworden bin, also auf diesen Glitch. Also bedanke mich auf jeden Fall bei Zeddy, also richtig korrekter Typ, der steht vor den 1000 Abonnenten, also auf jeden Fall mal abchecken und ja. Mit als Unterstützung hier in diesem Video habe ich den Zeddy. Zeddy ist bei mir in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall mal auschecken, der macht super Videos, Leute. Mein Kumpel hier an der Stelle, das war Zeddy. Zeddy hat auch einen YouTube-Kanal. Schaut mal bei ihm vorbei, der macht nette kleine Videos und freut sich wie Bär über neue Likes, Abonnenten und so weiter. Also wie gesagt, schaut auch mal bei Zeddy vorbei, der macht gute Videos. Und ist auch so ein dufter Kerl. Glitch TV, Zeddy und ich, Lurche Nummer 1, selber herausgefunden. Die Founder dieses Glitches bin ich, Glitch TV, mein Kumpel Zeddy und mein Kumpel Lurche Nummer 1. Dass ich meine YouTube-Freunde gefunden habe nach so kurzer Zeit. Nochmal danke an Zeddy und Lurche, meine beiden YouTube-Kollegen. Ich mach Geld wie Heu, yeah. Du wohnst im Zelt, du Toy. Ich mach mein Ding und wie ich seh, gefällt es euch, yeah. Verrückt, wie krass, ich will was, ich wünsch mir das. Und es erfüllt sich, ich glaub, ich bin bei Wünsch dir was. Guck, das Schicksal meint es gut mit uns, denn wir sind gute Jungs. Denn jeder kommt nicht klar, doch ich glaub, Gott ist cool mit uns. Was geht ab, Leute? Geht ihr mit dem Flow? Oh ja, Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen krassen Money-Glitch, Leute. Diesen Glitch haben Lurche und Zeddy gefunden, denn ihre Links sind natürlich unten. Diesen Glitch haben nicht alleine nur Snake, ich und Weltsfernes Gamer herausgefunden, sondern Zeddy und Lurche Nummer 1 und Glitching TV haben bei diesem ganzen Glitch das Hauptteil gemacht und zwar, wie man in diesen Buggy-Modus kommt. Ohne die würde das gar nicht funktionieren. Also, falls ihr das hochladet, verlinkt uns bitte alle. Hey Leute, was geht? Ich bin's euer Snake und ich habe einen super einfachen, neuen, geilen Glitch für euch. Und zwar, der wurde von Luigi, Zeddy und Jodel gefunden. Die haben uns darüber als erstes in Kenntnis gesetzt, was ich auf jeden Fall sehr nice von denen finde. Checkt auf jeden Fall mal die Kanäle in der Videobeschreibung ab und lasst den fetten Gruß von mir da. Der Buggy-Modus-Glitch, damit das Ganze funktioniert, wurde von Luigi, Zeddy und Glitch TV gefunden. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal als Beispiel diesen letzten Geldglitch, den Luigi, Zeddy und Glitch TV gefunden haben. Ich meine, das sind richtig kleine YouTuber noch. Die haben also nicht mehr wie 2.000 Abos auf jeden Fall. So, und ich habe die natürlich direkt erwähnt und so, weil, kommt her, so ein Glitch, ey, hatten wir ein Jahr nicht mehr, der so krass einfach geht und so übelst fett war, ne? Und dann ist doch... Also für mich ist es dann selbstverständlich, dass ich mich bei denen bedanke und so, ey, fett, krasser Glitch und so weiter. Und zeig denen dafür ein bisschen Aufmerksamkeit, weil die haben sich auch krass hingesetzt. Und das ist einfach nur, was die Leute dann halt wollen, halt so eine kleine gewisse Aufmerksamkeit. Und man reißt einfach einem keinen Bauen aus, so, wisst ihr, was ich meine? Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im ersten Video des heutigen Tages habe ich einen brandneuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Dieser Money Glitch ist wirklich mega einfach und funktioniert auf PlayStation 4, auf Xbox One und auch auf dem PC. Die Founder dieses Glitches sind Luchi Nummer 1 und Zeddy. Links zu deren Kanälen sind auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Unbedingt mal auschecken. Das bin ich selber, World's Finest Gamer, zusammen mit Fraps und mit Snake. Aber Leute, ich muss auch sagen, wir haben diesen Glitch nur gefunden, weil es aktuell den Money Glitch von Luchi Nummer 1, von Zeddy und auch von Glitch TV gibt. Und dann möchte ich Skill2Bentner grüßen. Der hat jetzt die 1000 Abonnentenmarke geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Und wie ich finde, also das wäre doch ein Grund zu feiern, machen wir hier mal so eine richtig fetten Party-Garagen-Party-Flohmarkt-Party hier. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und in diesem Video möchte ich mich erstmal bei allen Leuten bedanken, die mich die letzten Wochen, Monate, ja sogar Jahre begleitet haben, mich unterstützt haben, mir Tipps gegeben haben, mir geholfen haben, ja, die einfach auch für mich da waren. Und ich habe jetzt die 2500 Abo-Marke geknackt
Und da musste ich jetzt einfach mal ein Video raushauen. Das Video hat wieder Überlänge. Ich bin jetzt kein wirklicher Freund von so langen Videos, aber ich musste das jetzt einfach so machen. Und ich wollte es auch jetzt auch nicht kürzer machen. Ich denke mal, die meisten von euch schauen es gar nicht so weit. Aber für die Leute, die es bis zum Ende schauen, natürlich richtig fettes Danke an euch erstmal. Ich hoffe auch, dass ich in diesem Video niemanden vergessen werde, mich persönlich bei ihm zu bedanken. Falls es so ist, tut es mir jetzt schon leid. Und ich hoffe, ihr nehmt es oder derjenige nimmt mir das nicht so böse, weil ich wollte es schon beim 500-Abo-Special machen. Das ging dann so schnell, kurz vor meinem Urlaub habe ich es noch erreicht und ja, da blieb mir einfach keine Zeit, wegen dem Wanderer-Video auch, wo wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, da so ein Special rauszuhauen. Dann wollte ich das 1000-Abonnenten-Special machen, das ging dann quasi über Nacht, wo ich die 1000 erreicht habe. Das ging so schnell, ich konnte da gar keins machen und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich für 2000 Abos dann ein Special für euch, aber das hat dann auch wiederum nicht geklappt, weil ich dann so gehypt war und es auch alles wieder so schnell ging, aber jetzt für 2500 Abonnenten Special habe ich mich jetzt hingehockt und hau euch dieses lange Video raus und ja, ich hoffe es gefällt euch und ja, ist ein bisschen unterhaltsam. Mein größter Dank geht wirklich erstmal meine Crew, an die Herzcrew, die meine Freundin und ich erstellt haben und wir wirklich über Jahre, also ja, über 2 Jahre schon miteinander zocken und wirklich Freundschaften sich gebildet haben, also nicht nur vom Zocken, sondern wir haben uns auch privat schon getroffen und da geht wirklich mein größter Dank natürlich an Cebu und Gringo und Björn, die wirklich, ja, einer der Stammbäume aus der Crew sind und ja, die uns eigentlich immer begleitet haben, genauso wie René, Topmatze, Octoban, The Max natürlich, Matze 80, der Dave, der wirklich immer ein treuer Begleiter für mich war, Posch natürlich und die Peppy, die mir beim Wanderer-Video so geholfen hat oder mich unterstützt hat, die Leute organisiert hat, die einfach immer dabei war, immer Zeit hatte. Wirklich nochmal fettes Danke an dich, Peppy. Dann der Zocki, der mir auch in Vergangenheit oftmals bei Glitches geholfen hat, der auch endlich mal sein Headset angemacht hat. Natürlich der Lux Hunter, Legende bei Rocket League. Oh Mann, Fabio, ich vermisse die Zeiten auf jeden Fall. Dann möchte ich noch grüßen unser Christian, was laberst du, Daniel PS, der ja eigentlich auch schon ewig bei uns ist und auch die Mastermind mit mir zusammengespielt hat. Unsere Susan, die jetzt World of Warcraft spielt, der Felix und auch der Kevin, der so ja alle 2 Jahre mal in GTA Online reinschaut. Aber wenn er dann da ist, ist immer lustig, ich freue mich jedes Mal, wenn er kommt. Bam Bam, einer der ältesten Mitglieder überhaupt, der jetzt auch die Crew leider verlassen hat, weil ja er kein GTA 5 mehr spielt und Internet auch nicht so unbedingt berauschend ist. Dann unser lieber Daniel, unser Nice Fail, der mir das Crew-Logo, nicht das Crew-Logo, das YouTube-Logo und den Banner gemacht hat. Wirklich super netter Kerl, spielt leider auch jetzt World of Warcraft, kommt auch nicht mehr so oft online. Dann der Christian Richter, der uns das Crew-Logo erstellt hat, auch ewig schon dabei, spielt inzwischen auch kein GTA mehr. Denk, er hat Besseres zu tun, wie nur vor der Konsole zu zocken. Hocken, zocken, wie auch immer. Dann unser Radioaktive, unser Übermenschen GTA 5, der einfach alles kann. Genauso wie unser Mark. Super netter Kerl. Dann der Maximax, ja, der jetzt auch schon lange nicht mehr online war. Dann der Elite, natürlich super netter Mensch, den wir jetzt ja auch eher neu bei uns in der Crew haben. Genauso wie der Iron Man. Und dann die Jenny natürlich, unser Red Star, der damals auf der PS3 schon mit uns gezockt hat, der jetzt in der Zwischenzeit so, ja, nicht mehr so aktiv ist, aber hin und wieder auch GTA 5 noch spielt. Dann Stimpy und Lucky Nobody. The Pimp Like möchte ich noch grüßen und Cruel Destruction, die Glitche von damals, hammergeil. Dann möchte ich noch unseren Tonner Tony grüßen, auch noch auf der PS3 sehr aktiv und auch ja bei Akro, bei Lucky Nobody in der Crew. Und ich glaube, so der größte Teil von der Crew habe ich jetzt erwähnt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, so aus dem Kopf raus. Fettes Danke an euch, an die Herzcrew. Und dann geht es einfach mal weiter an den YouTubern, die wirklich mir ans Herz gewachsen sind, so die letzten Wochen und Monate sogar, die mich wirklich von Anfang an begleitet haben. Und auch die, wo jetzt die letzten Tage und Wochen neu dazugekommen sind. Also ich werde es auch alle unten in der Videobeschreibung nochmal erwähnen. Und falls sie einen YouTube-Kanal haben, auch verlinken. Dann könnt ihr auch gerne bei denen vorbeischauen. Ich fange jetzt einfach mal von den ersten Menschen an oder den ersten YouTubern, die mich begleitet haben, fange ich jetzt einfach mal an, runter zu erzählen. Ich denke, das wird eine Weile lang dauern, bis ich wirklich alle erwähnt habe. Und ich hoffe auch natürlich hier, dass ich niemanden vergessen habe. Wenn es so ist, nimm es mir bitte, bitte nicht übel. Also es war jetzt keine böse Absicht und ich habe keinen mit Absicht vergessen. Ich fange am besten gleich mal jetzt an mit Claude Speed. Ich werde es wahrscheinlich bis heute nicht aussprechen können, richtig, wie du dich nennst.
ja, es spielt leider auf der Xbox. Wenn er auf der PS4 spielen würde, würden wahrscheinlich einige Videos gemeinsam auf unseren Kanälen kommen, weil er ist Top-YouTuber. Also er ist auf jeden Fall einer der engsten Begleiter von meinem Kanal und auch ich bin wahrscheinlich einer seiner engsten Begleiter von seinem Kanal. Super Junge auf jeden Fall. Dann natürlich Skilto Bentner, der mir wirklich seit Monaten, ich glaube 11, 12 Monate haben wir uns kennengelernt und seitdem gibt mir eigentlich Tipps, hilft mir so gut es geht. Und durch ihn bin ich das geworden, was ich jetzt auch wirklich bin, weil er hat mir zwar immer Tipps gegeben, die ich vielleicht nicht immer einhalten wollte oder konnte, aber er hat mich einfach dazu gebracht, nachzudenken, wie ich mich verbessern kann und da hat er wirklich, wirklich, ja, das meiste habe ich eigentlich ihm zu verdanken, weil er mich wirklich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin und nochmal fettes Danke. Dann natürlich mein lieber Freund Arti, super Junge, auf jeden Fall, wir treffen uns irgendwann mal in München und dann trinken wir mal ein Bier, würde ich sagen. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, weil er macht andere GTA-Videos, also einzigartig, würde ich behaupten. Und es ist so ein Tageshighlight für mich, wenn er ein neues Video hochgeladen hat, dann freue ich mich drauf und schaue es natürlich gerne auch mehrmals an. Super Junge, auf jeden Fall. Dann Dead Pictures, leider hat sich so der Kontakt ein bisschen verwachsen, er ist sehr beschäftigt, ich bin sehr beschäftigt, hab da immer noch ein Video von ihm offen, also wenn du das jetzt siehst, schreib mir doch irgendwie, ob ich das Video noch fertig machen oder wir das Video noch fertig machen sollen, weil eigentlich super YouTuber. Didi Luke, der ist jetzt auch, glaub, ein bisschen inaktiv geworden, war auch lange Zeit ein treuer Abonnent von mir und ich einer von ihm. Super Junge auch auf jeden Fall. Dann TS Gaming, der mit seinem Gaming-Kanal wirklich durchgestartet hat. Inzwischen, glaube ich, 10, 20, 30 YouTube-Kanäle. Er hat keine Ahnung, wie viele Videos der am Tag machen kann. Das ist nicht normal. Inzwischen gefällt mir sein Vlog-Kanal echt am meisten. Da schaue ich echt, sobald ich Zeit habe, immer seine Videos an. Top Junge, müsst auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr interessiert an ihm seid. Und nicht dann. Also ihr sollt ihn nicht abonnieren, nur damit ihr ihn abonniert habt, sondern ihr sollt ihn abonnieren, wenn ihr ihn auch anschaut. Ich glaube, das ist wichtig. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Sei mir nicht böse, TS, wenn es nicht so ist. Und wir müssen unbedingt mal wieder so eine Party-Session machen. Also war eigentlich immer geil. Dann Super Snickers, auch langer Begleiter, auch wenn er nicht so aktiv GTA 5 spielt und auch nicht so gern vorbeischaut bei mir. Aber ab und zu lässt er sich blicken, dann freue ich mich natürlich. Macht auch super, ja, Omegle-Videos und sowas. Hammer-Typ. Dann QMaxLP macht, glaube ich, die aufwendigsten Let's Plays, die ich je gesehen habe. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Hammertyp, wirklich mega heftig. Dann die Sandy, die jetzt auch selber sehr aktiv ist, auch bei mir jetzt nicht mehr so aktiv ist, hat wahrscheinlich selber viel zu tun. Sei gegrüßt. Dedespins, grüße dich, mein alter Freund. Leider schaffe ich es nicht mehr, deine Videos anzuschauen, weil du weißt, wer viele Videos macht und viel unterwegs ist, der kann sich leider nicht mehr so viele Let's Plays anschauen, wie es früher einmal war. Aber trotzdem, gedanklich bin ich auf jeden Fall immer bei dir. Dann der Creeper Gamer, der eine Zeit lang eine Pause gemacht hat. Weiß nicht, vielleicht kommt er zurück, vielleicht ist er mal wieder aktiver. Hat auf jeden Fall immer super Glitches am Start gehabt. Super netter Kerl auf jeden Fall. Dann Bro Funhouse, super, super nett. Super coole Leute. Also es sind Brüder, die das echt wirklich geil machen. Die komplette Gaming-Branche abdecken. Top-YouTuber auf jeden Fall. Incredible Gamer, der sich jetzt wahrscheinlich auf seinem 300.000 Aufruf-Video ein bisschen ausruht, glaube ich. Aber er wird auf jeden Fall zurückkommen und da lässt sich bestimmt nochmal was starten. Ist auch ein bisschen ruhiger geworden um ihn herum. Aber gedanklich, wie bei vielen anderen, bin ich immer noch bei dir. Dann Ritaka Games und Andrewski. Ihr zwei, ich glaube, wir haben Kontakt. Da habe ich, glaube ich, 100 Abonnenten gehabt. Seitdem schaue ich eure Videos größtenteils Zombie versus Pflanzen. Ja, super unterhaltsam, Top-Let's Player, aber da gab es auch ein bisschen Konflikte, ich weiß es nicht genau, wie die Zukunft bei den zwei jetzt aussieht. Dann King JMK, super Typ, macht geile Videos, ist ein bisschen ruhiger auch um ihn geworden, hat da damals richtig geile Tutorials rausgebracht, immer noch top-menschlich unterwegs, super Junge auf jeden Fall. Screen Fun LP, den habe ich damals abonniert, als er GTA 5 Videos gemacht hat, weil er eine super angenehme Stimme hat, das super macht. Und jetzt inzwischen aber nur noch Minecraft Let's Build macht und er ist eigentlich der einzigste Minecraft Let's Player, den ich eigentlich anschaue. Also ich halte nicht viel von Minecraft Videos, aber ihn schaue ich trotzdem gern an, weil wie er so seine Stadt vorstellt, wie sie sich geändert hat, er hat so viel Liebe zum Detail und er erklärt es so super. Und wer Minecraft Let's Plays gern anschaut oder von Let's Build, Let's Plays, Let's, soll auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen, ihn abonnieren, weil er macht es wirklich mit so viel Leidenschaft und Liebe und wirklich top.
Dann Gamely Leo, auch immer sehr lustig seine Videos. Mal aktiv, mal inaktiv. Weiß man, glaube ich, nicht so genau. Vielleicht kriege ich nur seine Videos nicht in der Abo-Box angezeigt, so wie bei vielen anderen halt auch. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen inaktiver geworden ist. Aber auch sehr cooler Junge auf jeden Fall. Dann Joe Montanaro. Früher sehr aktiv auf meinem Kanal gewesen. Keine Ahnung, vielleicht hat er mich deabonniert, vielleicht hat ihm irgendwas nicht gepasst von meinen Videos her. Auf jeden Fall war er super, super aktiv auf meinem Kanal. Schade, dass ich nicht mehr von dir so viel höre oder gar nichts mehr höre. Genauso wie Crystal GTA 5 bzw. V geschrieben. War auch eine Zeit lang super aktiv auf meinem Kanal. Leider auch nicht mehr da. Vielleicht hat er auch mich deabonniert. Egal. Ich wünsche dir trotzdem eine schöne Zeit. Dann das Dizzle Whizzle Nizzle Whizzle Whizzle hat sich so ein bisschen auf BO3 spezialisiert, auf jeden Fall vorbeischauen. Schade, dass du keine GTA 5 Videos mehr machst. War auf jeden Fall eine lustige Zeit mit dir. Dave zockt, super Junge, sehr attraktiv. Also die Stimme, also seine Erscheinung weiß ich jetzt nicht, kenne ich nicht so gut. Aber seine Videos sind wirklich sehr angenehm anzuschauen. Dann Groid HD, auf Englisch, ja, keine Ahnung, ich grüße dich auf Deutsch, ich hoffe, du verstehst es wahrscheinlich nicht. Dann der Magic Dome, der auch eine Zeit lang sehr aktiv auf meinem Kanal war, ist auch ein bisschen ruhiger um ihn geworden, weiß nicht, vielleicht hat er mich auch deabonniert, trotzdem möchte ich ihn grüßen, genauso wie Berat HD, sehr aktiv gewesen, kommt ab und zu mal, jetzt in letzter Zeit auch wieder weniger, vielleicht mache ich zu viele Videos, wo er dann nicht alle verfolgen kann. Dann möchte ich noch Kultrex, der glaube ich jedes Video von mir kommentiert, auch wenn es manchmal im Spam-Ordner landet. Ich lasse auf jeden Fall Grüße für dich da. Dann Niklas YouTube oder JT, ich grüße auch dich, genauso wie Kranzelbart. Ja, über ihn kann ich gar nichts sagen, er kommentiert eigentlich nur super nett, auf jeden Fall von ihm, dass er so aktiv auf meinem Kanal ist. Dann geht's weiter zu Evan Harris. Ja, du hast es erkannt, bei mir steigen die Abozahlen im Moment gerade enorm und deswegen danke ich auch dir, weil du auch ein Teil davon bist. Dann möchte ich Marlon King 1100 grüßen. Ich glaube, einer der aktivsten im Moment auf meinem Kanal. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nix. Zitat Ende. Nee, super Typ auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit Bockwurst LP. Ja, mal da, mal nicht. Ja, macht auch nicht so aktiv YouTube, aber er macht YouTube und vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall bei ihm. Genauso wie bei Rabauken Chris, war eine Zeit lang sehr aktiv auf meinem Kanal, hat sich so inzwischen, ja, vielleicht distanziert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke an dich nochmal wegen dem Weltrekordversuch, du hast mich motiviert, dieses Video zu machen. Dann geht's weiter mit Kösnik und Anisplay. Beide super YouTuber, super Menschen, macht sehr Spaß mit euch in der Party zu hocken und Videos zu machen, top Typen. Dann, Run and Gun Team Deathmatch mit einem neuen Profilbild, habe ich erst gar nicht erkannt. Bin mir nicht sicher, ob das Profilbild deinem echten Profil entspricht. Auf jeden Fall, ich grüße dich, bist auch immer sehr aktiv auf meinem Kanal. Dann IB Taste TV, auch sehr aktiv auf meinem Kanal und ich grüße auch dich. Dann Valentin Sieber, der eher neu auf meinem Kanal ist, aber auch, glaube ich, jedes Video inzwischen kommentiert hat. Dann komme ich zu, glaube ich, zu einem Hardcore-Abonnenten, mit dem ich auch, oder ich hatte keine Zeit, aber meine Freundin hat dann mit ihm geklitscht, den Money-Klitsch, den wir rausgebracht haben. Und Yahia Mo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube, das ist der hardcoreste Abonnent, den man sich vorstellen kann. Er kommentiert jedes Video, ich hoffe, er liked auch jedes Video, ist immer einer unter den Ersten, der die Videos kommentiert. Wirklich fettes, fettes Shootout für dich. Hammer. Also wirklich wirklich fettes Danke und wirklich sehr netter Kerl, auch in der Party mal kurz gehört, sehr freundlich, höflich, eigentlich ein Top-Abonnent, den man eigentlich haben kann. Lieber, ja, vielleicht 2000 Abonnenten weniger und dafür 2 mehr von Yahoo. Yahia Mo, so, ist auch nicht so leicht auszusprechen. Dann Just Music, auch kennengelernt, weil er wirklich geile Videos hochlädt, so musiktechnisch von anderen Künstlern, die natürlich auch Freeware sind und inzwischen auch ab und zu sich auf meinem Kanal blicken lässt, möchte ich ja natürlich auch grüßen, genauso wie Mr. Pro Gamer mit seinen Kommentaren, nice Video. Dann Gameheart TV, der mich natürlich auch im Video erwähnt hat, bevor ich die 1000 Abonnenten Marke hatte. Vielleicht habe ich dadurch die 1000 dann geknackt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall fettes Danke an dich. Dann natürlich an die zwei Glitch Founder Nummer 1, Lurche Nummer 1 und Glitch TV, mit denen ich in letzter Zeit sehr viel Kontakt hatte, auch wirklich, macht auch wirklich sehr Spaß mit den zwei, ja, zu glitchen, Videos aufzunehmen. Glitch TV hat sich natürlich weiterentwickelt, findet permanent neue Glitches, vielleicht den einen größeren, der andere kleineren Glitch, aber auf jeden Fall sehr aktiv
auf diesem Gebiet müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 600 Abos. Dann natürlich Fraps, World Finest Game on Snake. Die muss ich nochmal erwähnen, weil den Money Glitch, den wir rausgebracht hatten, wir hätten so viel falsch gemacht. Wir hätten nicht den Hype bekommen und nicht die Aufrufe und die Klicks und Abos hätten wir nicht bekommen, wenn die drei uns nicht die Tipps gegeben hätten und uns voll unterstützt haben. Und wirklich nochmal fettes, fettes Dank an euch drei. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, ich glaube, ich bin erstmal durch mit den YouTubern. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Schaut unten in die Videobeschreibung, ich habe nochmal alle verlinkt. Und ich glaube, ich beende das Video jetzt auch mal, weil ich glaube, das ist so lang schon wieder. Ich muss nachher mal gucken und ich möchte euch jetzt nicht unbedingt noch mehr auf die Nerven gehen. Für die Leute, die es bis hierher geschaut haben, vielen Dank dafür. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich nochmal ein 3000 Abonnenten-Special, vielleicht auch erst ein 5000 Abonnenten-Special. Ihr wisst ja, so genau habe ich es ja auch nicht. Und da wird auf jeden Fall ein anderes Video kommen, das nicht so lang geht. Aber einmal in meinem Leben musste ich so ein Video raushauen. Vielleicht kommt beim 100.000 Abonnenten-Special nochmal so ein Video, ich weiß es nicht. Aber so lange Videos sind auch für mich anstrengend, für die Zuhörer und Zuschauer anstrengend. Deswegen beende ich das jetzt hier mal. Sag erstmal fettes Danke und natürlich ein fettes Dank an meine Freundin, die mich immer unterstützt hat bei YouTube, die mir geholfen hat mit Videos, die zum Teil Videokommentare beantwortet hat, wo ich keine Zeit hatte, das zu machen. Die steht auch voll hinter mir und danke, dass du mir die Zeit gegeben hast, all das zu ermöglichen. Und nochmal ein Special Gruß, weil ich ihn da vorne nicht so richtig erwähnt habe, ist Matze80. Also Jungs, in diesem Sinn bin ich raus. Jungs, haut's rein, macht's gut, einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.